Ich bin an diesem Tage etwas länger als 100 Tage im Amt und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie Ihrem immer noch neuen Präsidenten durch Ihr Kommen die Ehre geben. Ich bedanke mich für die vielen guten Wünsche, die ich heute, aber auch in den letzten Wochen reichlich mit auf den Weg bekommen habe. Ich habe die Zeit seit meinem Amtsantritt Anfang August genutzt, um die Universität in vielen, aber wahrscheinlich nicht allen, ihren Facetten kennenzulernen und bin überall wirklich sehr herzlich aufgenommen worden. Ich glaube, ich habe vieles gelernt, aber ich weiß natürlich auch, dass ich noch vieles zu lernen habe. Mich erinnert die Situation ein bisschen daran, wie es zu meiner Schulzeit war, wo ich häufiger mit meinen Eltern umgezogen bin und dann in eine neue Klasse war. Und es war ganz interessant, auch manchmal so ein bisschen unheimlich, von allen beäugt zu werden. Aber es war auch insofern spannend, weil man eigentlich dieses neue soziale Umfeld in ganz besonderer Weise, in ganz besonders intensiver Weise wahrnahm. Und das geht mir auch ein bisschen jetzt so und das unterscheidet mich von Ihnen. Ich nehme manche Ihrer Besonderheiten wahrscheinlich ganz besonders wahr. Manches vielleicht nicht ganz richtig, aber manches deutlicher, als Sie das wohl noch tun. Und dabei ist mir schon aufgefallen, dass Sie in manchen Dingen eine ganz eigene Kultur, ganz eigene Universitätskultur hier in Oldenburg entwickelt haben. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Die Universität Oldenburg ist ein Kind des großen Hochschulaufbaus in den 1960er und 70er Jahren und teilt insofern zunächst einmal viel mit ihren etwa gleichaltrigen Schwestern. Im Allgemeinen ist es schwer, in diesen jungen Universitäten ein besonderes Wir-Gefühl zu entwickeln. Und zwar, weil sie keine jahrhundertelange Tradition mit sich bringen. Die Saga der eigenen Geschichte fehlt ihnen gewissermaßen. Das ist interessanterweise bei der Karl von Ossietzky Universität, so wie ich sie kennengelernt habe, ganz anders. Und dafür scheinen mir zwei ganz unterschiedliche Gründe verantwortlich zu sein, die auch eben schon mal angesprochen worden sind. Denn zum einen war die Universität in Oldenburg das lang ersehnte Wunschkind des Nordwestens, um endlich eine eigene höhere Bildungsanstalt zu bekommen. Das findet Ausdruck zum Beispiel darin, dass die Universitätsgesellschaft selber bereits vor der Gründung der Universität gegründet worden ist und selber schon mitgeholfen hat, überhaupt die Gründung zu bewerkstelligen. Zum anderen wollten diejenigen, die dann kamen, um die Universität aufzubauen, ein ganz neuartiges akademisches Arkadien hier aufbauen, hätten sie zwar nicht so ausgedrückt im Geiste der 1968er Generation, sie wollten aber deutlich eine besondere, eine andersartige Universität hier gründen. Bekanntlich hat es dann zwischen diesen beiden Triebkräften häufiger ziemlich gekracht. Aus diesem Ringen ist aber eine sehr originelle und ich glaube auch deshalb immer innovationsfreudige Universität entstanden. Heute sind darauf die Oldenburger innerhalb und außerhalb der Universität erkennbar stolz. Und dieses drückt sich auch in den vielen, wie mir manchmal erscheint, mythischen Erzählungen von den wilden Jahren aus. Die Universität ist also tatsächlich das der seltene Fall einer jungen Universität mit einer eigenen Universitätssaga. Da können Sie stolz drauf sein. Es ist gut für die Universität, dass sie ein Kind der Region ist. Denn in der heutigen Situation landes- und bundesweiter Konkurrenz zwischen den Hochschulstandorten braucht jede Hochschule auch die tatkräftige Unterstützung ihrer Region. Und da meine ich auch vor allen Dingen mit die politische Unterstützung ihrer Region, meine Damen und Herren Abgeordneten. Das gehört nämlich zu der gelebten Demokratie in einem Land mit starken regionalen Kulturen. Jede Region muss ihren eigenen Bedarf Gehör verschaffen. Ein solcher Bedarf des Nordwestens war der für eine eigene Universitätsmedizin. Es hat lange gedauert, dass dem Rufen des Nordwestens tatsächlich Taten folgten.
Heute ist der konkrete Aufbau der Universitätsmedizin in Oldenburg das stolzeste, aber sicher auch das herausforderndste Projekt der Universität und ihrer Partner und Unterstützer. Derer gibt es viele. Diejenigen, die Millionenbeträge aufgewandt haben, um dieses Projekt überhaupt über die Startlinie zu bringen. Diejenigen, die in den Oldenburger Krankenhäusern tatkräftig am Erfolg des Studiengangs heute mitwirken. Und auch die Universität Groningen, die freigebig mit ihrem besonderen Know-how in der Medizinerausbildung war und ist. Vor einer Woche hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit dem Dekan Thalmeier und den Kollegen aus seinem Dekanat, aber auch dem Groninger Universitätspräsidenten und vielen Unterstützern der European Medical School, die Examensfeier für das erste Oldenburger Physikum selber mitzuerleben. Die Begeisterung der Studierenden war für mich wirklich fühlbar, spürbar, körperlich spürbar und ansteckend. Keine Frage, trotz aller anfänglichen Hindernisse wird die Oldenburger Universitätsmedizin eine Erfolgsgeschichte werden. Man muss allerdings einen langen Atem haben. Nun, das Unkonventionelle der Gründerzeit der Universität in Oldenburg hat auch immer wieder besondere Köpfe angelockt, die hier die Chance gesehen und gefunden haben, wissenschaftliches Neuland zu betreten und die Ergebnisse auch praktisch, wenn man so will, weltverbessernd umzusetzen. Zusammengenommen hat dies nicht nur zu wissenschaftlichen Spitzenleistungen, sondern auch zu sehr erfolgreichen Ausgründungen aus der Universität geführt, die sich zum Beispiel, wie Sie wissen, mit der Hörforschung, alternativen Energieformen oder der Sicherheit von Datennetzen beschäftigen. Und ein besonderes Renommee zusätzlich für die Universität bringen. Das Interesse an der Umwelt hat insbesondere auch den Aufbau der Meeresforschung beflügelt, die gerade vom Land im Spitzenforschungswettbewerb ausgezeichnet worden ist. In den letzten Jahren hat die Universität vieles unternommen, um den Transfer von anwendbarem Wissen in die Gesellschaft zu fördern. Dass dazu Know-how zu Unternehmensgründung heute in einem universitätseigenen Zentrum ganz praxisnah gefördert wird, hätten die linken Pioniere dieser Universität sich vielleicht nicht träumen lassen. Aber es ist folgerichtig, wenn der Wissensvorsprung der Universität auch wirklich einmal gesellschaftlich nutzbar gemacht werden soll. Für die Region mit vielerlei mittelständiger Wirtschaft ist die Förderung von Unternehmerfähigkeiten an der Universität ohne Zweifel ein Segen, Herr Oberbürgermeister. Wegweisend sind auch die vielen innovativen Konzepte geworden, die in Oldenburg für die Erziehungswissenschaften, die Lehrerbildung und Weiterbildung entwickelt worden sind. Im Vertrauen auf die Oldenburger Kompetenz hat vor kurzem die Landesregierung den Aufbau eines der größten nationalen Zentren für Sonderpädagogik beschlossen, an dem in Zukunft 15 Professuren lehren und forschen werden. In der Lehrerbildung spielen in Oldenburg Themen der gesellschaftlichen und kulturellen Vielfalt im schulischen Lernen schon seit langem eine große Rolle. Wir werden dieses Wissen insbesondere dafür einsetzen, die zukünftigen Lehrer auf eine Schülergeneration mit starkem Anteil an Migrantenkindern vorzubereiten, eine der wichtigen Herausforderungen der Schule der heutigen Zeit. Die Universität ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Das soll grundsätzlich auch so bleiben. Für ein breites Fächerspektrum der Universität ist es wertvoll, wenn möglichst viele Studiengänge gut nachgefragt werden. Für Stadt und Region ist Zuzug und gegebenenfalls auch die langfristige Bindung von Studierenden in der Region ein wichtiger demografischer Faktor. Der Oberbürgermeister hat es gerade erwähnt. Für Oldenburg ist ganz klar, die Universität ist ein Magnet für den regionalen, hochqualifizierten Fachkräftemarkt. Zur Attraktivität der Universität tragen aber insbesondere unter heutigen Studierenden selber Entscheidendes bei. Die Oldenburger Studierenden waren immer sehr engagiert und kritisch, wie ich gelernt habe, beteiligt bei der Weiterentwicklung von Studiengängen. Sie haben damit auch manchen Studiengang besser studierbar gemacht. Und dass sie das auch nach außen verkünden und stolz auf ihr Panier schreiben, das zieht wiederum neue Studieninteressierte an die
Universität Oldenburg. Besonders wertvoll für die Universität sind die vielen Veranstaltungen und auch die Webforen, bei denen unsere Studierende selbst über ihre eigenen Erfahrungen berichten und Tipps weitergeben. Denn so etwas wird von den Studieninteressierten besonders gerne gelesen, weil es authentisch ist. Unsere Studierenden sind auch in bemerkenswertem Umfang in sozialen Projekten und in und außerhalb der Universität tätig. Für all diese Leistungen möchte ich den Studierenden ganz ausdrücklich danken und ich glaube, sie werden mir da sehr zustimmen. Also wenn ich, der noch so jung an der Universität ist, auf sie blicke, kann ich sagen, die Universität brummt wirklich. Und darüber kann ich mich, aber ich glaube, darüber können sich alle wirklich freuen. In dem Erreichten stecken aber auch vielfache Herausforderungen, mit denen wir uns in den kommenden Jahren beschäftigen müssen. Ich will hier nur die wichtigsten nennen. Wir sind zwar eine Universität mit großer regionaler Unterstützung, akademische Qualität ist aber keine regionale Marke. Wissenschaft zählt immer auf der internationalen Skala. Und wir bilden unsere Studierenden auch nicht ausschließlich für das Großherzogtum Oldenburg aus, sondern für einen europäischen Bildungsmarkt, der im Übrigen seine deutliche Auswirkung auf Gesellschaft und Wirtschaft in Oldenburg auch hat. Wir müssen daher die Internationalität der Universität mit Nachdruck weiterentwickeln. Wir wollen mehr Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland für Oldenburg interessieren. Wir wollen auch, dass in unseren Studiengängen mehr Möglichkeiten eingebaut werden, Erfahrungen an ausländischen Hochschulen zu machen, und zwar ohne ernsthafte Verzugszeiten im Studienablauf. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein so geartetes Internationalisierungsprogramm die Universität Oldenburg noch attraktiver machen wird. Das wird Anstrengungen bedeuten, aber es wird sich bestimmt sehr lohnen. Bei der vorhandenen Infrastruktur, Herr Oberbürgermeister, Sie haben das vorhin erwähnt, stoßen wir an unsere Grenzen. Das ist besorgniserregend. Der Zuwachs unserer Studierendenzahl um ca. 50% in den letzten Jahren, der durchaus beeindruckende Erfolg bei der Einwerbung von Drittmitteln für Forschungspersonal und Großgeräte und der beginnende Aufbau der Medizinforschung, der noch vieles vor sich hat, hat die vorhandenen Raumressourcen bereits heute vollständig aufgesogen. Die Infrastruktur muss daher dringend ausgebaut werden. Dafür müssen wir mit dem Land schon heute einen langfristigen Planungsprozess beginnen. Wir müssen übrigens unseren akademischen Nachwuchs noch besser, als wir das tun, pflegen. Die Universität hat ein vorbildliches System der Promotionsbetreuung aufgebaut und ist dafür von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Beispiel, aber auch vom Land in den Landesförderprogrammen immer wieder ausgezeichnet worden. Wir müssen aber in Zukunft mehr dafür tun, damit der beste Nachwuchs auch im Anschluss an die Promotion der sogenannten Postdoc-Phase unsere Universität wählt. Entscheidend hierfür wird sein, dass wir verlässliche Beschäftigungsbedingungen im Bereich der Zeit stellen und eine aktive Unterstützung beim Planen von individuellen Berufsbiografien anbieten können. Das ist keine ganz einfache Aufgabe, insbesondere das Planen der Berufsbiografien. Denn es gibt ganz unterschiedliche Karrierewege in der Universität und über die Universität hinaus. Und die Erwartungen unseres Nachwuchses sind je nach Geschlecht, Kultur und allgemeinen Lebensumständen sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, es lohnt sich wirklich, auch hierfür hart zu arbeiten. Das wissenschaftliche Profil einer Universität mit den von außen erkennbaren Schwerpunkten ist immer eine Momentaufnahme. Schwerpunkte entstehen nicht, weil die Hochschulleitung sie vorgibt, sondern dann, wenn Wissenschaftler aus eigenem Antrieb Verbünde gemeinsamen Forschens formen können und wollen. Die Aufgabe der Universität als Ganzes ist es aber, Schwerpunktbildung zu ermöglichen
und auch nachhaltig zu fördern. Dabei darf es aber nicht übersehen werden, dass an einer Universität auch immer wieder neu Pflanzen sprießen und auch diese Förderung brauchen und auch darin wissenschaftliche Originalität für die Universität große Leistungen erbringt. Und auch diese Leistungen müssen angemessen gefördert werden. Wir müssen hierfür, nämlich zur Forschungsunterstützung, unsere Mittel über die Universität insgesamt, Präsidium und Fakultäten, klug und flexibel einsetzen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Präsidium und die Fakultäten ein umfassendes Förderungskonzept entwickeln, das genau dieses nachhaltig ermöglicht. Erfolgreiche Forschung und Lehre sind nur möglich, wenn die Universität mit ihrer Verwaltung und in ihrer technischen Infrastruktur gut funktionieren. Das wird bei den Wissenschaftlern, die heiß im eigenen Gefecht sind, häufig vielleicht etwas unterschätzt. Hierfür, für dieses Funktionieren der Universität, arbeiten viele Universitätsmitglieder mit großem Engagement. Dass wir uns alle auf dem Universitätscampus wohlfühlen können, dass wir hier auch elektronisch gut vernetzt sind, dass wir, wenn wir das mögen, in der Mensa jeden Tag gut mit Essen versorgt werden, dass unsere Studierenden einen guten Beratungsservice auf dem Campus haben. Für all dieses möchte ich den vielen tüchtigen Mitarbeitern aus Verwaltung und Technik in der Universität, aber auch im Studentenwerk an dieser Stelle ganz herzlich danken. Meine Damen und Herren, Universitäten sind immer auch Orte von Veränderung. Manchmal sind sie sogar das Epizentrum. Sie sind auch ein Spiegel der Gesellschaft. Ich glaube, wir spüren es alle, dass unsere Gesellschaft sich heute in einem tiefgreifenden Änderungsprozess befindet, dessen Ergebnisse wir heute noch nicht abschätzen können. Ich glaube, dass die Hochschulen in diesem Veränderungsprozess eine besondere Rolle spielen. In den friedlichen letzten Jahrzehnten, die zwar auch sehr bewegt waren, aber doch in Europa friedlich, hat Deutschland sehr davon profitiert, dass es die Herausforderungen einer sich ändernden Welt angenommen hat und versucht hat, immer wieder neue und, wie wir wissen, erfolgreiche Lösungen zu finden. Ich glaube, es war dafür sehr klug, dass Deutschland seine eigenen Bildungsreserven stärker als je mobilisiert hat. Und ich gehöre überhaupt nicht zu den sentimentalen Erinnerern einer elitären deutschen Universitätswelt, die genau die eigenen Bildungsreserven nämlich nicht in dem Maße mobilisiert hat, wie es heute möglich ist. Dazu gehört zu dieser Mobilisierung der Ausbau des Hochschulsystems, damit auch die Existenz der Universität Oldenburg und zudem die Erhöhung der Durchlässigkeit innerhalb unseres Bildungssystems. Dazu gehört aber auch und insbesondere die Forschungsfreiheit an den deutschen Hochschulen. Denn es ist die Forschungsfreiheit, die die Kreativität am stärksten beflügelt. Auf institutioneller Ebene heißt Forschungsfreiheit Hochschulautonomie. Das heißt, dass die Hochschulen im Grundsatz ihre Stärken selbst finden und entwickeln können, immer unter Berücksichtigung natürlich von Ziel- und Leistungsvereinbarungen und hierbei keinem zu starken staatlichen Reglement unterliegen. Der eigenständige und sehr erfolgreiche Charakter der Universität Oldenburg hat sich gerade entlang dieser Linie entwickeln können. Wissenschaftler sind übrigens begeisterungsfähige Überzeugungstäter. Wenn ihre eigenständige Kreativität beflügelt wird, sind sie fast zu jeder Form der Selbstausbeutung bereit und erreichen dementsprechend viel. Zur Hochschulautonomie gehört aber auch der Wettbewerb zwischen den Hochschulen. Der Wettbewerb ist Ansporn, aber auch ein Korrektiv. Und ich glaube, wer Hochschulautonomie will, der muss auch den Wettbewerb wollen. Und als solcher bin ich der Meinung, es ist gut für Deutschland, dass wir auch einen Wettbewerb zwischen den Hochschulen haben.
Allerdings muss man auch bedenken, dass Wettbewerb faire Startbedingungen erfordert. Für kleinere Universitäten wie die Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg ist es nicht immer einfach, mit den großen alten Universitäten, die traditionell eine viel bessere Grundausstattung haben, zu konkurrieren. Wenn dies der Universität Oldenburg dennoch immer wieder sehr gut gelungen ist, verdient sie meines Erachtens dafür auch besondere Anerkennung. Das sollten wir in der Landespolitik gemeinsam immer wieder hörbar machen und uns auch unsere Abgeordneten sollten das immer wieder hörbar machen. Ich danke Ihnen auch. Ich danke Ihnen auch deshalb, Frau Ministerin, für Ihr heutiges Kommen als einem sichtbaren Ausdruck der Wertschätzung für die Universität Oldenburg. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch ein spezielles, aktuelles Thema berühren, nämlich das Thema Flüchtlinge. Noch ist die Zahl der Flüchtlinge, die nach einer Studiermöglichkeit in Oldenburg anfragen, gering. Aber wir rechnen damit, dass sich das in den nächsten Wochen sehr schnell ändern kann. Unter der Leitung der Dekanin Professor Strübind haben wir ein sehr pragmatisches Konzept entwickelt, mit dem wir Flüchtlingen mit entsprechender Qualifikation ein universitäres Integrationsprogramm, wir haben das Orientierungsjahr genannt, aufnehmen können. In diesem Programm können Sie nicht nur Deutsch lernen, sondern sich auch bereits am akademischen Leben inmitten unserer anderen Studierenden beteiligen. Wir wollen eine Ghettobildung auf dem Campus um jeden Preis vermeiden und bauen auf die große Integrationskraft des studentischen Lebens. Dazu werden die vielen fantasievollen Initiativen unserer Studierenden Entscheidendes beitragen können. In den meisten unserer deutschen Familien übrigens gibt es doch Flüchtlingsbiografien. Die gemeinsame Bildungserfahrung in Schulen und Hochschulen hat in der deutschen Nachkriegsgeschichte eine stark integrative Kraft gehabt. Diese gesellschaftliche Leistung sollte auch heute wieder in unserem Lande möglich sein. Die Karl-von-Ossietzky-Universität wird dazu ihren Beitrag leisten und damit ihrer Selbstverpflichtung zu gesellschaftlicher Verantwortung, die in ihrer Grundordnung ganz ausdrücklich verankert ist, entsprechen. Meine Damen und Herren, die Universität Oldenburg hat, wie ich Ihnen versucht habe zu vermitteln, spannende Jahre vor sich, so glaube ich. Ich bedanke mich dafür, dass Sie mir die Leitung der Universität für diese Jahre anvertraut haben. Ich bin mir bewusst, dass man eine Universität durch Überzeugungsarbeit und nicht durch Direktiven führen muss. Darum werde ich mich sehr bemühen. Die Kolleginnen und Kollegen Vizepräsidenten im Präsidium werden mir dabei helfen. Insbesondere können Sie mir übrigens dabei helfen, mein Defizit zu mildern, das darin besteht, dass ich der Neue an der Karl-von-Ossietzky-Universität bin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus